Hallo, liebe Deutschlernende. Heute sprechen wir über den Tonnenphilosophen Diogenes von Sinope. Viel Spaß! Ja, dies ist das zweite Video über berühmte Philosophen. Und heute sprechen wir über Diogenes von Sinope, der auch der Tonnenphilosoph genannt wird, weil er in einer Tonne lebte. Ja, er lebte in einer Tonne und versuchte, von so wenigen Dingen wie möglich abhängig zu sein. Ja, er versuchte, keine Bedürfnisse zu haben oder so wenig Bedürfnisse wie möglich. Und deswegen war er obdachlos, quasi. Er lebte in einer Tonne und ich muss sagen, er war ein komischer Kauz. Ja, so sagt man im Deutschen, wenn man über eine Person spricht, die etwas seltsam ist. Ja, die sagen komischer Kauz. Ja, er war ein komischer Kauz. Und Diogenes war ein komischer Kauz, weil er in einer Tonne lebte und wie ein Hund lebte. Ja, die Athener nannten ihn Hund. Und er hatte sogar Stolz darin, ein Hund genannt zu werden. Ja, für ihn war das nicht mit Scham verbunden. Ja, er war sehr schamlos. Ja, er war sogar so schamlos, dass er in der Öffentlichkeit masturbierte. Ja, also er befriedigte sich selbst in aller Öffentlichkeit. Ja, wenn du das nicht verstehst, dann umso besser. Ja, und jemand hat ihn darauf angesprochen. Ja, oder mit ihm darüber geredet und er meinte, ach, wie schön wäre es, wenn auch das Hungergefühl weggehen würde, indem man sich am Bauch reibt. Ja? Also er meinte, es wäre toll, wenn man auch keinen Hunger mehr verspüren würde, wenn man sich einfach nur eine Weile am Bauch reiben würde. Ja? Ein komischer Kauz, wie gesagt. Und er machte sehr viele Stunts, ja, philosophische Stunts sozusagen. Ja. Er machte ein paar Dinge, um die Aufmerksamkeit der Leute zu bekommen. Ja. Er machte ein paar Dinge, um die Aufmerksamkeit der Leute zu bekommen. Ja. Zum Beispiel ging er einmal am helllichten Tage mit einer Laterne spazieren. Ja, er hatte eine Laterne, ja, ein Licht, und er ging damit über den Markt und erleuchtete jedem ins Gesicht, schüttelte den Kopf und ging dann weiter. Ja, erleuchtet jemanden ins Gesicht, schüttelt den Kopf und geht weiter. Und jemand fragte ihn, was er denn am helllichten Tage mit einer Laterne wolle. Ja, es ist mitten am Tag und der Mann hat eine Laterne, ja, ein Licht. Ja, wozu braucht er ein Licht, wenn es doch hell am helllichten Tag? Wozu braucht er ein Licht, wenn doch die Sonne scheint? Okay? Und jemand hat ihn gefragt, was er mit einer Laterne will. Und er sagte, ich suche einen Menschen. Ja. Eine andere Version der Geschichte, die ich gehört habe, berichtet, dass er meinte, ich suche einen ehrlichen Menschen. Er war also auf der Suche nach ehrlichen Menschen oder auch nach Menschen und konnte sie am helllichten Tage mit einer Laterne nicht finden. Ja. Ein sehr pessimistisches Menschenbild hatte er. Und er versuchte, wie gesagt, so wenig Bedürfnisse wie möglich zu haben. Und einmal sah er ein Kind, das ein Stück Brot als Löffel benutzte. Ja, das Kind brauchte keinen Löffel, weil es die Suppe mit einem Stück Brot löffelte.
Als Diogenes von Sinope das sah, meinte er, ich wurde von einem Kind übertroffen, und warf seinen eigenen Löffel weg, ja, weil er erkannt hatte, dass er noch nicht mal einen Löffel braucht. Es gibt eine berühmte Geschichte, wie er Alexander den Großen traf. Ja, Alexander der Große, der berühmte Feldherr, traf auf ihn in Athen und sagte zu ihm, hey, ich bin Alexander der Große, ich bin der berühmte, reiche Feldherr, ich kann dir alles geben, was du möchtest. Und ich bin hier und ich biete dir an, dir einen Wunsch zu erfüllen. Ja? Das musst du dir mal vorstellen, ja? Alexander der Große auf seinem Pferd geht zu dem Hund Diogenes von Sinope und sagt zu ihm, hey, ich bin reich, du bist arm, ich kann dir alles geben, was du möchtest, egal was. Und Diogenes antwortete, geh mir bitte ein bisschen aus der Sonne. Ja, Diogenes sagte, geh mir ein wenig aus der Sonne. Ja, ich möchte die Sonne genießen. Du wirfst einen Schatten über mich. Also geh bitte aus der Sonne. Und das sagt er zu dem großen Feldherrn Alexander den Großen. Also da sieht man, wie wenig Bedürfnisse er anscheinend hatte. Und ja, es gibt noch viele weitere Stories. Ich kann nur empfehlen, mehr über ihn zu lesen, denn es ist sehr unterhaltsam, was er gemacht hat, und es regt zum Denken an. Ja, der Tonnenphilosoph Diogenes von Sinope. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn du mehr über persönliche Entwicklung erfahren möchtest, dann besuche germanlifeupgrade.com. Viel Spaß. Wir sehen uns morgen. Tschüss.